Also erstmal begrüße ich Sie recht herzlich im Panzermuseum, im Deutschen Panzermuseum hier in Munster. Ich komme nicht vom Panzermuseum, ich komme vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden und bin dort als Kurator und Militärhistoriker beschäftigt und möchte Ihnen heute was erzählen zum Thema Panzerbekämpfung aus der Luft im Zweiten Weltkrieg. Das war die Aufgabe der Schlachtflieger, das ist die Waffengattung sozusagen, die fliegerische, die dafür zuständig ist. Und ich möchte mich dem Thema, sage ich jetzt mal, in drei Gruppen annähern. Das eine ist, ich werde stark technikgeschichtlich Ihnen was zeigen, also wo lagen sozusagen die technischen Probleme und Herausforderungen der Panzerbekämpfung aus der Luft, um dann überhaupt einschätzen zu können, welche Bedeutung die Panzerbekämpfung aus der Luft im Zweiten Weltkrieg hatte. Also war das was, was Einfluss hatte auf Kampfhandlungen oder ist das eher eine Randerscheinung gewesen? Es gibt ja zum Teil auch Literatur dazu und Dokumentationen und da werde ich dann sozusagen eine Einschätzung abgeben. Und zum Schluss gibt es noch einen Ausblick von mir, wo Ihnen nochmal verdeutlicht werden soll, dass das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, natürlich für die heutige technische Entwicklung, für die heutige militärische Entwicklung Konsequenzen hat. Das kann man an einigen Beispielen aus der neueren Geschichte dann ganz gut zeigen. Ganz grundsätzlich, die deutsche Luftwaffe in den 30er Jahren war nicht für die Panzerbekämpfung aus der Luft ausgelegt. Ja, sie war sogar wenig ausgelegt für die Bekämpfung von Truppen auf dem Gefechtsfeld, für die Heeresunterstützung. Das kann man auch schon an den Stückzahlen ansehen. Es gab also 1939, also am 1. September, heute vor 79 Jahren, begann ja der Zweite Weltkrieg, gerade mal etwa 400 Flugzeuge, die dafür vorgesehen waren. Das waren ungefähr 10% des gesamten deutschen Flugzeugparks. Also da sieht man schon, 90% aller deutschen Flugzeuge waren nicht dafür gedacht, Truppen auf dem Gefechtsfeld zu unterstützen. Das ändert sich bis zum April 1945. Da haben wir dann 21%, also da verdoppelt sich die Zahl auch prozentual derjenigen Flugzeuge, die dann dafür geeignet sind. Und das hat natürlich was mit den Doktrinen der Luftwaffe zu tun, die will ich Ihnen jetzt nicht erläutern, aber die setzte hauptsächlich auf zweimotorige Bomber und habe ich auch ein Beispiel Bomber mal eingeblendet, die Dornier 17. Und mit solchen Bombern sollten vor allen Dingen Logistikzentren, Bahnhöfe, Städte und weiteres bombardiert werden. Das war also das eigentliche Konzept der deutschen Luftwaffe. Aber von 1936 bis 1939 gab es ja die Legion Condor, also das deutsche Kontingent, was Hitler zur Unterstützung des putschenden General Francos in Spanien entsandt hatte. Und da gab es einen Unteroffizier, Max Schulz, der mit einer Heinkel 112, das ist ein seltener deutscher Flugzeugtyp, das war das Konkurrenzprodukt zum deutschen Messerschmitt 109 Jäger, den werden ja den einen oder anderen von Ihnen wird das ja vielleicht kennen. Jedenfalls ist er mit diesem Flugzeug, mit diesem Einzelexemplar geflogen und in diesem Flugzeug befand sich schon eine 20 mm Maschinenkanone und mit dieser Maschinenkanone ist es ihm gelungen, drei sowjetische Panzertypen abzuschießen während seiner Zeit bei der Legion Condor. Und er wurde deswegen auch von seinen Kameraden dann der Dosenmax genannt, also weil es ihm gelungen ist, diese Blechdosen sozusagen zu knacken. Allerdings verunfallte er mit seiner He 112 und dann war die ganze Panzerjagd bei der Legion Condor vorbei. Aber aufgrund solcher und anderer Erfahrungen hat man dann im Deutschen Reich bei der Luftwaffe zusammen mit dem Heer Tests unternommen. Sie sehen hier den Panzer 38T, der natürlich im Panzermuseum Munster streng genommen das nicht ist, sondern die schwedische Variante dieses Panzertyps, mit dem unter anderem solche Beschusstests unternommen wurden. Es wurden noch weitere Panzertypen beschossen, also Panzer 1, Panzer 2, dann der tschechische M34, aber ich habe das jetzt mal für den Panzer 38 herausgegriffen und da sehen Sie schon, wenn der Panzer fuhr und mit den normal üblichen deutschen Flugzeugbewaffnungen beschossen wurde, also zum Beispiel 7,92 mm MGs oder auch 20 mm Kanonen. In dem Moment gab es nur sehr wenig Wirkung. Also auch wenn 12% zum Beispiel aller Geschosse beim zweiten Versuch auf den fahrenden Panzer getroffen haben, gab es nur einen 20 mm Treffer, bei dem der Untersuchungsbericht davon ausging, dass das einen Toten bei der Panzerbesatzung verursacht hätte. Also die Geschosse blieben überwiegend wirkungslos. Etwas anderes sah das dann aus, wenn man
den stehenden Panzer hatte und dieser mit einer 30mm Kanone beschossen wurde, was für damalige Verhältnisse schon ein sehr großes Kaliber für Flugzeugbewaffnung war. Und da sieht man, dass ungefähr ein Drittel aller Geschosse getroffen hat und dass zumindest ein Geschoss doch eine relativ schwere Beschädigung angerichtet hat. Da hätte der Panzer nach Einschätzung der Experten dann 2 Tote zu verzeichnen gehabt. Dennoch blieb das erstmal ein bisschen untergeordnet, weil die ersten Feldzüge 1939-40 verliefen ja für die Wehrmacht sehr erfolgreich und die gegnerischen Panzerwaffen wurden dabei relativ schnell ausgeschaltet und es gab einfach nicht das Bedürfnis, dass jetzt auch noch die Luftwaffe sozusagen Panzerjagd begeht. Das änderte sich mit dem Krieg auf die Sowjetunion. Dort kamen eben viele Panzer, sowjetische Panzer zur Erscheinung und dabei zeigte sich, dass die Bomben der Luftwaffe zur Panzerbekämpfung völlig ungeeignet waren. So hat zum Beispiel am 26. Juni 1941 das Sturzkampfgeschwader 2 60 sowjetische Panzer angegriffen, mit dem Ergebnis, dass nur einer von denen zerstört wurde. Im Juli 1941 hat zum Beispiel die 17. sowjetische Panzerdivision, die mit relativ leichten Panzern vom Typ T-26 ausgerüstet war, bei einem Stuka-Angriff nur, sage ich jetzt mal, 2 Tote und 5 Verwundete zu verzeichnen. Und auch die deutschen Tests, die anschließend ab 1941 durchgeführt wurden, ergaben, dass Bomben, selbst wenn sie, also die 250-Kilo-Bombe ist so ungefähr die deutsche Standardbombe in der ersten Kriegshälfte, dass also selbst diese Bombe aus 3 bis 4 Metern Entfernung dem Panzer eigentlich keinen Schaden anhaben kann. Allerdings waren die Versuchstiere in den Panzern tot, weil der Luftdruck der Bombe natürlich in den Panzern für eine tödliche Wirkung sorgte. Also das war dann schon der Fall. Aber man muss ganz klar sagen, eine Ablage von 3 bis 4 Metern war selbst für die besten Stuka-Piloten damals eigentlich nicht regelmäßig zu erzielen. Das sind dann also Zufallstreffer gewesen, genauso wie Direkttreffer. Das heißt, Bomben waren also für die Panzerjagd oder für die Panzerbekämpfung ungeeignet. Das Problem war aber, dass die Rote Armee mit immer mehr Panzern ins Gefecht zog. Man kennt das ja auch von diesem mittlerweile relativ bekannten Hitler-Zitat vom Juni 1942, wo er zum finnischen Staatschef deutlich ausdrückt, dass er also niemand vor dem Feldzug gedacht hätte, dass die Sowjetunion mit 35.000 Panzern ins Gefecht ziehen könnte. Und ich denke, das ist ja hier auch allgemein bekannt, dass die deutsche Panzerwaffe der sowjetischen Panzerwaffe bezüglich der Zahlen deutlich unterlegen war. Und das war ja ein großes Problem für die Wehrmacht, wie man dieser sowjetischen Panzerzahlen sozusagen, wie man diesen sowjetischen Panzerzahlen Paroli bietet. Gab es eine Menge Maßnahmen, neue schwere Panzertypen, neue Panzerabwehrkanonen. Aber eine Maßnahme war eben auch, dass die Luftwaffe dem Heer versuchte, bei der Panzerbekämpfung zu helfen. Dazu wurde ein Versuchskommando aufgestellt unter Otto Weiß, ein erfolgreicher Schlachtflieger, der auch lange Zeit oder eine gewisse Zeit Inspizient der Schlachtflieger war. Man verwendete vor allen Dingen das zweimotorige Schlachtflugzeug Henschel 129, was also speziell für diese Aufgabe der Bodenunterstützung konstruiert worden war, die U-87, das ist die Stuka, ich denke, die werden ja auch viele kennen, den Sturzkampfbomber, und die zweimotorige Junkers 88. Getestet wurde in Rechlin, das war die zentrale Erprobungsstelle der Luftwaffe damals, und da wurden erfahrene Piloten rangezogen, darunter auch Hans-Ulrich Rudel, zu dem ich dann noch was sagen werde. Das waren die dafür verfügbaren Bordwaffen, es gab noch ein paar mehr. Im Wesentlichen handelt es sich um 2 3-Zentimeter Kanonen, die die Luftwaffe selber entwickelt hat, hauptsächlich für Luftkampfzwecke eigentlich. Dann die umfunktionierte Flak 18, die also als 3,7 Flak zur 3,7 cm Bordkanone umfunktioniert wurde. Die 5 cm Kampfwagenkanone 39 von den deutschen Panzermodellen als 5 cm Bordkanone. Und die 7,5 cm Pak, die tatsächlich auch in Flugzeuge als 7,5 cm Bordkanone verbaut wurde. Wenn Sie die Durchschlagsleistung sehen, die sehen relativ hoch aus, das sind sie auch, aber Sie dürfen nicht vergessen, die Winkel, aus denen Flugzeuge anfliegen, sind sehr spitz, also 10 bis 20 Grad, vielleicht noch 30 Grad. Das heißt also, mindert natürlich die Durchschlagsleistung schon wesentlich sozusagen. Dazu kamen aber weitere Probleme. Es war klar, je größer die Waffe, desto größer und vor allen Dingen auch desto sicherer die Wirkung der Waffe. Problem war aber, für solche großen Waffen waren die Flugzeuge einfach nicht ausgelegt. Und die damalige Flugzeugtechnik wurde damit auch an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.
Am extremsten natürlich bei der 7,5-Zentimeter-Pack. Es wurde übrigens versuchsweise auch 8,8-Zentimeter-Pack eingebaut, weil mich das jemand gefragt hat. Aber schon bei 7,5 cm gab es eben in der U-88 Risse. Das heißt, das Flugzeug musste verstärkt werden. Bei der Henschel 129 wurden durch den Rückstoß 15 km/h weggenommen. Das heißt, das Flugzeug wurde langsamer in der Luft, wenn es schoss. Das waren so die strukturellen Probleme. Dazu kam aber auch Problem, oder das ist eigentlich das entscheidende Problem, die Präzision. Denn auch mit diesen Waffen war das Schießen und vor allem das Treffen sehr schwierig. Man sagt auch, dass das Schießen mit diesen Waffen schwieriger war als der Luftabschuss. Das heißt also, das Treffen eines Flugzeugs in der Luft war schwieriger, war weniger schwierig als der Abschuss eines Panzers am Boden. Also die Panzer sind wirklich sehr klein gewesen aus Sicht der Piloten. Und der Anflug musste deswegen langsam und tief durchgeführt werden. Und das wiederum hat die Flugzeuge gefährdet, vor allen Dingen, wenn Flugabwehr in der Nähe war. Flugabwehrgeschütze, feindliche Jagdflugzeuge und so weiter und so fort. Dann gab es beim Flug eine Menge Vibrationen, die entstehen ganz normal durch Motoren, durch Luftbewegung und so weiter. Also das Flugzeug liegt in der Regel nicht ruhig in der Luft, sondern bewegt sich selber, was natürlich für eine erhöhte Streuung sorgt. Der Rückstoß selber hat das Flugzeug natürlich auch aus der Bahn geworfen. Und dann mussten die Flugzeuge aufgrund ihrer hohen Gefährdung und aufgrund ihrer strukturellen Defizite mit mehr Panzerung, mit mehr Struktur versehen werden, was sie wiederum schwerfälliger machte, weniger agil. Und damit waren sie aber wieder leichtere Ziele für die Luftabwehr. Also man sieht, da drehte man sich auch so ein bisschen im Kreis. Ich habe leider kein besseres Bild gesehen, aber Sie sehen an der Henschel 129, wie diese riesige 7,5er-Pack da sozusagen rausragt. Da kann man ungefähr ahnen, auch schon, was für ein Problem das war. Und dazu kam noch der Rohstoffmangel für Hartkerngeschosse, die eigentlich am besten geeignet waren, um eben Panzer zu durchschlagen. Das ist eine spezialharte Stahllegierung, denke ich, ist ja auch relativ bekannt. Sodass von vornherein feststand, das ist eigentlich eine Waffe, die können nur wenige bedienen, weil man eben sehr präzise fliegen muss. Das ist ein Spezialistengerät, habe ich es mal genannt, oder Spezialistenwaffe. Die ersten Einsätze ab Mitte 1942, vor allen Dingen mit Henschel 129 und der MK-101, also dieser 3-Zentimeter-Kanone. Die Henschels melden auch relativ erfolgreiche Zahlen. Da sollte man aber sehr aufpassen. Zu den Zahlen sage ich dann noch was. Die sind in der Regel deutlich überhöht. Bei der Schlacht von Kursk standen dann knapp 100 Panzerjagdflugzeuge zur Verfügung, also Henschels, Messerschmitt 110, U-87 Stukas, die alle mit schweren Kanonen ausgerüstet waren. Und tatsächlich meldeten diese Panzervernichtungsstaffeln auch da ganz gute Abschusserfolge. Aber wenn man die Meldung genau liest, sieht man dann eben, dass diese hohen Zahlen wieder zurückgenommen werden mussten. Also am Anfang wurden zum Beispiel 84 gemeldet am 8. Juli 1943. Und später musste diese Meldung so weit relativiert werden, dass überhaupt nicht mehr sicher war, dass überhaupt ein Panzer, ein sowjetischer Panzer komplett zerstört worden ist. Demzufolge wurde auch nach Kursk gemeldet, also nach der Schlacht von Kursk, dass die MK-101 zu schwach ist, dass man also eine stärkere Waffe braucht. Und die Henschel 129 als hauptsächlicher Flugzeugtyp galt als untermotorisiert mit 280 PS pro Tonne. Also das sind ein bisschen andere Dimensionen als bei der Panzerwaffe, wo ein Panzer vielleicht 15 PS pro Tonne hatte. Aber mit 280 PS pro Tonne galt das Flugzeug als untermotorisiert. Was vielleicht einige oder doch viele von Ihnen kennen werden, das ist die U-87G, die Stuka sozusagen mit zwei 3,7 Bordkanonen unter den Tragflächen. Die war eigentlich nicht so favorisiert, also die Henschel 129 galt als besser. Und an der Ostfront befanden sich einige wenige Exemplare Anfang 1943 nur in Reserve. Als Hans-Ulrich Rudel auf die Idee kam, der ja selber Stuka-Flieger war, dieses Flugzeug zu nutzen, um sowjetische Boote zu vernichten, die am Kuban-Brückenkopf, also am Asowschen Meer sozusagen, sowjetische Truppen übersetzen. Er hat wohl angeblich 70 Boote vernichtet. Das wurde von der Wochenschau auch stark thematisiert, also findet man auf YouTube sozusagen, wenn man das googelt, wurde das stark herausgehoben, blieb aber angesichts einer absoluten Nebenerscheinung. Und dann hat er weiter die U-87G zum ersten Mal gegen Panzer effizient während der Schlacht von Kursk im Juli 1943 genutzt, so schreibt er es selber. Muss ganz klar sagen, es gibt nicht einen aktenmäßigen Beleg für diesen Einsatz. Also man weiß weder das Datum, wenn Sie in die Literatur schauen,
Mal ist es der 5. Juli, mal ist es der 8. Juli, mal ist es der 12. Juli. Also wir wissen weder wann, was, wann, wie oder wo das überhaupt stattgefunden hat. Und da kommen wir dann zu Rudel und der Plausibilität überhaupt dessen, was über die Panzerabwehrflugzeuge im Zweiten Weltkrieg so erzählt wird. Hans-Ulrich Rudel ist ja, denke ich, auch einigen bekannt, weil er der höchst dekorierte Soldat der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ist, ne, mit dem goldenen Eichenlaub. Und er ist auch der Pilot, der die meisten Panzerabschüsse zu verzeichnen hat. Der zweitbeste Deutsche sozusagen hat 120 zu verzeichnen. Wie hat er das geschafft? Es gibt da so ein paar objektivierbare Größen. Also erstmal ist er sehr viel geflogen. 2.500 Kampfeinsätze hat kein anderer Kampfpilot des Zweiten Weltkriegs mit Abstand geschafft. Ich glaube, der nächstbeste ist auch ein Deutscher, der dürfte so bei 1.500 liegen oder so. Also 2.500 Kampfeinsätze ist einfach eine enorme Zahl. Der war sicherlich sehr tapfer und mutig. Er war sportlich, hat also auch gezielt Sport gemacht, um sich fit zu halten, gesund lebend, kein Alkohol oder wenig Alkohol. Ehrgeizig, also der wollte auch Erfolg haben, sage ich jetzt mal. Und er war auch sehr motiviert, weil er ein überzeugter Nationalsozialist war und das nach dem Zweiten Weltkrieg auch blieb und sich dementsprechend auch politisch in der Bundesrepublik engagiert hat. Also wir haben es hier wirklich mit einem Soldaten zu tun, wo man ganz klar sagen kann, der war Nationalsozialist, der sich dazu auch bekannt hat. Er ging ein sehr hohes Risiko, er ist 30 Mal abgeschossen worden, zum Teil schwer verwundet, hat 1945 noch einen Teil seines Beines verloren, ist trotzdem weitergeflogen. Trotzdem muss man sagen, sind die Zahlen, die er gemeldet hat, wahrscheinlich deutlich überhöht. Und da braucht man gar nicht zu spekulieren, sondern das ist schon die interne Meldungslage bei der Luftwaffe zeigt das. Ein Ritterkreuzträger, der mit ihm zusammengeflogen ist, hat auch gesagt, das sind alles faule Eier, weil sozusagen viele Panzer, die er abgeschossen hat, angeblich am nächsten Tag dort nicht mehr standen als Wracks, sondern offenbar weitergefahren sind. Und auch in der Luftwaffe wurden die Panzervernichtungszahlen vorsichtshalber sofort durch 2 geteilt. Also jede Meldung über Panzervernichtung wurde von den Stäben im Hinterland erstmal durch 2 geteilt. Und die Wehrmachtspropagandaabteilung, die ja diese Zahlen 1:1 in die Wochenschau oder andere Propagandaberichte übernommen hat, hat sich auch regelmäßig beklagt über die sogenannte Zahlenakrobatik der Luftwaffe, ne? Weil die hatten einfach das Problem, dass wenn sie bestimmte Zahlen gemeldet haben und am nächsten Tag kamen Zahlen, die dem widersprachen oder dem Gegner, ist es relativ leicht in seiner Propaganda gelungen, diese wieder zu widerlegen. Dann stand die Propaganda vor einem Dilemma und deswegen gab es da ab und zu Beschwerden von Seiten der Wehrmachtspropagandaabteilung Richtung Luftwaffe, dass die also eine Zahlenakrobatik betreiben würden. Mal davon abgesehen, dass man also zum Beispiel in sowjetischen Akten oder so bis heute nichts gefunden hat, was jetzt auf sehr hohe Panzervernichtungszahlen durch Rudel oder andere hindeutet. Aber selbst wenn man sagt, diese Quellen sind auch wieder mit Vorsicht zu genießen, auch intern sozusagen, stand das ganz stark unter Zweifel. Und man hat diese hohen Zahlen wahrscheinlich hauptsächlich aus Propagandagründen hochgehalten. Man sah dann auch nach anderen Mitteln, weil eben diese Bordwaffenpanzerbekämpfung nicht allzu effizient war und kam dann auf die Lösung, statt große Bomben auf die Panzer zu werfen, viele kleine zu werfen. Das ist das Streuwaffenprinzip, wo man heutzutage auch Clustermunition zusagen würde. Und man hat dann eine 4-Kilo-Bombe mit einem Hohlladungssprengkopf versehen. Das ist also dasselbe Prinzip, was Sie von der Panzerfaust vielleicht kennen. Und damit konnte man, wenn man die Bomben, wenn man vielleicht 30, 40 oder 70 Bomben auf einmal abwirft, eine ganze Fläche abdecken, in der Hoffnung, dass man damit einen Panzer trifft. Das hat auch halbwegs funktioniert. Also ab und zu wurden von solchen Bomben dann tatsächlich Panzer getroffen. Man ist quasi vom Präzisionsprinzip zum Streuprinzip übergegangen. Diese Bomben wurden dann auch wenig von klassischen Schlachtflugzeugen wie der Henschel 129 oder der Stuka abgeworfen. Das gab es auch, aber das hauptsächliche Schlachtflugzeug in der letzten Kriegsphase war ja dann eher die Focke Wulf 190, ein Jagdflugzeug, was zum Jagdbomber umfunktioniert wurde. 6.000 wurden davon gebaut und die haben dann eben diese SD-4HL, die Sie bei uns auch im Militärhistorischen Museum in der Dauerausstellung sehen können, in rauen Mengen abgeworfen, um eben Erfolg zu erzielen. Dazu kam noch, dass man dann auf Raketen gekommen ist, ungelenkte Raketen. Eigentlich die Luft-Luft-Rakete R4M wurde zur Panzerblitz umfunktioniert. Das war eigentlich auch eine R4M mit Hohlladung. Und auch da wurde aber auf das Streuprinzip gesetzt. Das heißt, das Flugzeug hat in der Regel alle Panzerblitz, die zur Verfügung standen, abgeschossen.
in der Hoffnung, einen Panzer zu zerstören. Angeblich wurden 45, 931 Panzerblitz 1, gab Panzerblitz 1, 2, 3, das waren dann so verbesserte Varianten, abgeschossen und damit 23 Panzer zerstört. Aber auch hier, wie gesagt, sollte man bei der Zahl vorsichtig sein. Aber der Trend gegen Ende des Krieges ist dann, Masseneinsatz, Streuwirkung ersetzt die fehlende Präzision, die damals technisch einfach nicht herstellbar war. Jetzt gucken wir mal an, wie das bei den anderen Nationen verlief. Da sieht man eigentlich bei der sowjetischen Seite ähnliche Probleme. Die Bomben galten als ineffizient. Die IL-2, die ja das Hauptschlachtflugzeug der Sowjetunion war, 36.000 gebaut, das meistgebaute Kriegsflugzeug der Geschichte immer noch, sollen 1941 bei 780 Einsätzen 30 Panzer zerstört haben. Und selbst diese Zahlen sind deutlich übertrieben. Also wir haben das ganz exemplarisch bei Kursk, wo also von IL-2-Einheiten behauptet wird, man hätte innerhalb von 4 Stunden 270 deutsche Panzer vernichtet. Und wenn man sich das dann anguckt, was da in der Gegend stationiert war, dann war das in Wirklichkeit eine deutsche Panzerdivision mit vielleicht 90 Panzern, die im fraglichen Zeitraum nur einige wenige verloren hat und dann auch noch in Kämpfe verwickelt war und so weiter und so fort, sodass man bei aller Vorsicht hier wahrscheinlich sogar mit 1 zu 300 als Quote rangehen muss von gemeldeten, vernichteten Panzern und das, was tatsächlich der Fall ist. Auf sowjetischer Seite hat man auch sehr schnell festgestellt, dass die Bombenwirkung nicht ausreicht, um Panzer zu zerstören. Also eine 100-Kilo-Bombe konnte einen Panzer 38 zum Beispiel, und der ist ja relativ leicht, nur aus größter Nähe gefährden. Man hat dann unter die IL-2 auch 3,7 Zentimeter Kanonen oder 37 mm Kanonen drangehangen, sehen Sie auch auf dem Foto. Die waren bei Tests, ich sage jetzt mal unter Laborbedingungen, also unter idealen Bedingungen, hatten die eine Trefferquote von 5%. Im Gefecht war das sehr viel, sehr geringer. Und dann war die Durchschlagsleistung der Kanonen auch in der Regel nicht ausreichend, sodass man auch dort dann auf die Idee gekommen ist, Streubomben, panzerbrechende Streubomben zu verwenden mit Hohlladungssprengkopf. Die nannte sich dort PDAB 1,5 bis 2,5, also 1,5 Kilo oder 2,5 Kilo. Angeblich sind 12,5 Millionen solcher Streubomben in der zweiten Kriegshälfte abgeworfen worden. Aber man muss sagen, man findet in den Dokumenten der Panzerwaffe keine durchschlagende Wirkung. Also das heißt sozusagen, das scheint offenbar keine entscheidende Wirkung auf die deutsche Panzerwaffe gehabt zu haben. Der erfolgreichste Pilot auf sowjetischer Seite heißt Jefimov, soll 126 Panzerabschüsse zu verzeichnen haben. Aber wie gesagt, auch dafür gibt es keine Belege und auch hier ist wahrscheinlich ein hoher Teiler anzunehmen, dass also statt 126 wahrscheinlich nur sehr wenige Panzer tatsächlich von dem Piloten vernichtet wurden. Ähnlich auch auf westalliierter Seite. In Nordafrika hat man an ältere Hurricane-Flugzeuge, Jagdflugzeuge, 4-Zentimeter-Kanonen eingebaut, sehen Sie auch auf dem Bild. Die behaupten dann, sie hätten 47 deutsche Panzer bei 148 Treffern abgeschossen, auch unter hohen Verlusten. Da haben wir wieder dieses hohe Risiko, was die Panzerabwehrflugzeuge gehen müssen. Das Problem ist an der Sache, auch das ist nicht verifizierbar. Was ich aber bei den Hurricanes tatsächlich verifizieren kann in den deutschen Akten ist, es gibt deutsche Panzer, wie zum Beispiel Panzer III, die in Nordafrika tatsächlich von solchen 4-Zentimeter-Geschossen getroffen und durchschlagen wurden. Aber wie viele das sind, ist nicht zu sagen. Es handelt sich eher um Einzelfälle, sage ich jetzt mal. Also das ist wahrscheinlich der niedrige zweistellige Bereich im Verlauf des gesamten Feldzugs. Ganz ähnlich wieder mit den Zahlen und Meldungen ist es bei der Royal Air Force im Kessel von Falaise 1944, wo also die Wehrmacht ja diese Niederlage in Nordfrankreich erlitten hat nach der erfolgreichen alliierten Invasion. Und dort wurden 37 Kilogramm schwere Raketen abgefeuert in hunderter Stückzahlen von alliierten Jagdbombern. Und dann wurde gemeldet, man hätte hunderte deutscher Panzer und Kfz vernichtet. Und eine spätere eigene Untersuchungskommission hat ergeben, es waren in Wirklichkeit nur 17. Also wo auch ganz klar ist, auch hier haben wir wieder diese übertriebenen Panzervernichtungszahlen. Und ich sage mal, der Spitzenreiter sind dann die amerikanischen P-47 Thunderbolt-Piloten, die also ernsthaft behauptet haben, mit Kaliber 12,7 mm Maschinengewehren Tigerpanzer geknackt zu haben. Und zwar indem die Geschosse unter die Panzer gesprungen seien und von unten dann durchschlagen hätten.
finden Sie noch manchmal im Internet, dass das behauptet wird, soll wohl aber gar nicht möglich sein, weil der Tiger auch von unten eine relativ dicke Bodenplatte hat. Sodass man sagen muss, im Zweiten Weltkrieg, die Panzerabwehrflugzeuge, das ist ja leider ein bisschen verzerrt, das ist eine Randerscheinung, das hat keinen größeren Einfluss auf den Panzerkampf im Zweiten Weltkrieg, geschweige denn auf die Gesamtkampfhandlung. Die Stückzahlen waren gering, die Effizienz war gering, es war risikoreich, also viele Panzerabwehrflugzeuge sind oft abgeschossen worden. Und man muss das eigentlich als Randerscheinung bezeichnen. Und es gibt zum Teil eine umfangreiche Propaganda dazu, vor allen Dingen von deutscher Seite, die sich um diese Figur Hans-Ulrich Rudel konzentriert, der eben am 1. Januar 1945 noch das Ritterkreuz mit dem goldenen Eichenlaub verliehen kriegt. Aber es gibt bis heute, lässt sich nicht verifizieren, dass diese Abschusszahlen auch nur annähernd der Realität entsprechen sozusagen. Und jetzt noch der versprochene Ausblick. Es ist nämlich so, dass diese Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg aber durchaus Wirkung für die Militärtechnik der heutigen Zeit hat. Die Amerikaner haben ja die A-10 Thunderbolt II entwickelt, die eigentlich auf den Erfahrungen von Rudel so ein bisschen basiert. Die haben nämlich dessen Memoiren gelesen, stark gepanzert, fast eine halbe Tonne Titanpanzerung, eine 30mm Kanone, die das relativ bekannte abgereicherte Uran verschießt mit 6000 Schuss pro Minute. Das ist dann diese panzerbrechende Kanone sozusagen. Und die Firma hat dann Rudel in den 70er Jahren versucht, als Werbeikone zu gewinnen, um in Deutschland mit dem Flugzeug Start zu machen. Das ging natürlich nach hinten los, da war man jetzt nicht so begeistert, dass da der Nationalsozialist Rudel sozusagen für ein Flugzeug wirbt, was die Luftwaffe erwerben soll. Und im Golfkrieg war auch ein anderes Problem gelöst, nämlich die Präzision. Durch die Laserlenkbewaffnung der Bomben war es jetzt möglich, zumindest stationierte Panzer, also die zum Beispiel in Stellung sind, mit Bomben, mit lasergelenkten GBU-12 zu vernichten. Das haben dann die Besatzung Tank Blinking genannt. Also Blinking ist so ein amerikanischer Slangbegriff für Ballern, sage ich mal, wenn man auf einer Shooting Range ist und einfach nur wild in der Gegend rumschießt, und so haben die das empfunden, die Besatzung. Die hatten es also relativ leichtes Spiel, die irakischen Panzer zu vernichten, und auch die A-10 selber sollen über 1000 gepanzerte Fahrzeuge im Golfkrieg vernichtet haben. Man sieht also im Golfkrieg 91, dann ist das Flugzeug tatsächlich ein ernstzunehmender Gegner für die Panzerwaffe. Im Zweiten Weltkrieg sieht das noch ganz anders aus. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Dass noch ein Blick in die Vitrine, in eine Vitrine des Militärhistorischen Museums in der Dauerausstellung, wo Sie oben vielleicht, na, ich kann es nicht gut erkennen irgendwie, die 3,7 cm Bordkanone erkennen können, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke.